Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Assassin's Creed Odyssey Tipps und Tricks. In der heutigen Ausgabe werde ich euch die Talente Flammender Angriff und Vergifteter Angriff vorstellen, euch zeigen, was ihr damit machen könnt und wie ihr diese Talente auch noch verstärken könnt. Das Talent Flammender Angriff findet ihr im Kriegerbaum. Und es bewirkt, dass ihr mit eurem Schwert oder eurem Speer oder was auch immer ihr habt, Feuerschaden anrichtet. Genau oben drüber findet sich das Talent Feuerbeherrschung. Damit könnt ihr die Wirkungsdauer und den Schaden des Feuers verstärken. Mit dem Talent Vergiftete Angriffe könnt ihr eurer Waffe Giftschaden hinzufügen. Oben drüber befindet sich das Talent Giftmischer. Damit könnt ihr Wirkungsdauer und Schaden des Giftes verlängern und verstärken. Das Gift und auch das Feuer bewirken Schaden über Zeit und schwächen den Gegner über einen gewissen Zeitraum. Ihr könnt leider nur eine der beiden Fähigkeiten gleichzeitig einsetzen, also entweder könnt ihr die Gegner vergiften oder in Flammen setzen, aber beides ist sehr effektiv. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Abonniert meinen Kanal für mehr Gaming-bezogenen Content und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao, ciao!